grüße euch, ihr Lieben, und herzlichst willkommen zu einem, ja, altbekannten Format, ne? Ich habe ja schon vor einer Weile geredet, dass ich gern die On-the-Road-Videos wiederbeleben möchte. Ganz einfach, um mich ein bisschen frei zu blubbern, mit euch ein bisschen zu schnacken, euch so ein bisschen den Stand der Lage zu erzählen, in was weiß ich für einem Bereich. Und ja, da sind wir heute hier, ne? Und ich nehme einfach mal wieder während meiner Fahrt nach Hause auf. Mann, ein Wetter, ich sage euch, vollkommen nervig. Heute früh war alles cool. Alles cool, aber dann hast du Feierabend und dann kommt hier der braune, der weiße Rotz. Ey, alles zugeschneit, voll nervig. Ja, ihr habt es mitgekriegt, ne? Die Woche keine Streams gewesen, ne? Sprich, die Internetproblematik ist noch allgegenwärtig bei mir. Habe auch zwischendurch mal wieder so Teststream gemacht und Verbindung immer wieder abgekackt. Irgendwie kriegt es bei mir der Anbieter nicht hin, konstant meine Leistung zu liefern. Also Leistung liefern tut er. Also wenn man so Momentaufnahmen macht für 30, 40 Sekunden, das ist alles cool. Aber sobald es dann darüber hinausgeht, dass man mal mindestens so 10 Minuten, Viertelstunde dort halt eine Messung macht, ist das Signal konstant halt nicht da. Und das ist ganz schön kacke. Deshalb natürlich auch die Streamabbrüche. Hab ja E-Mail geschrieben an Anbieter, telefoniert und so weiter. Aber so richtig kommen die Uni aus dem Quark. Na, ich denke mal, die werden nun genug zu tun haben. Aber ich will nicht schon wieder Entschuldigung finden, weil die Scheiße muss endlich mal geklärt werden. Weil mich regt das echt ziemlichst auf, um ehrlich zu sein. Aber naja. Aber ich habe mir dann so gedacht, okay, wenn ich schon die Möglichkeit jetzt so nicht habe, in den Streams mit euch dann immer so zu schnacken, weil wir nutzen ja gerne dort immer am Anfang die Zeit, um einfach ein bisschen über Gott und die Welt zu reden und so, ja, einfach mal unsere Alltagssorgen ein bisschen loszuwerden, habe mir gedacht, ey, komm, dann machst du halt wieder die On-the-Road-Videos. Habe mir jetzt, ich hatte ja schon mal vorher mir eine Handyhalterung geholt, hier so ähnlich hier für die Lüftungsschlitze im Auto, ne? Komplette Pisse, muss ich sagen. Das Ding klemmt hier zwar nur bei mir in der Karre an anderer Stelle, komplette Scheiße. Jetzt habe ich mir quasi wieder eins so mit einem Saugnapf geholt. Interessiert keine Sau. Aber dafür sind die Videos da, dass ich einfach so ein bisschen erzähle, was mich gerade ein bisschen beschäftigt. Und jetzt habe ich mir mit Saugnapf so ein Ding bestellt, was man sich auch aufs Armaturenbrett so machen kann. Ist immer ein bisschen blöd, weil wenn du das wieder abmachst, hast du dann meistens so diese Kleberückstände auf der Armatur. Aber ich sag mal, Bremsenreiniger regelt. Und ja, von daher habe ich eine Lösung gefunden und vor allem natürlich für euch dann eine schöne Lösung geschaffen, dass halt diese On-the-Road-Videos wieder da sind. Ich freue mich darüber auch. Ich freue mich darüber, weil ja, man immer wieder, ich merke das so, unter der Woche habe ich dann immer wieder so Themen, wo ich mir denke, oh, Rätsel im Grinding drüber. Und dann ist Samstag und ich nehme Grinding auf und dann habe ich es vergessen. Totale Pisse. Und dann, ja, will ich nicht sagen, tue ich mir ein Thema aus dem Kreuz, naja, weil es gibt immer irgendwas. Aber dann hast du halt dann das wieder vergessen, was unter der Woche war. Und meistens ist es so. Ich lade mein Grinding-Video hoch und was ist? Dann kommen dann die Gedankenblitze, wo man sich so denkt, ach Mann, darüber wolltest du reden. Ach Leute, ich sag euch. Ansonsten, wir haben es jetzt Freitag, wo ich das Video aufnehme. Das war der Scheibenwischer. Ich glaube, ich brauche neue Scheibenwischblätter, falls ihr das Geräusch gehört habt. Ich brauche wirklich neue Blätter hier. Das ist ja hier ekelhaft. Es ist Freitag. Was war die Woche so los bei mir? Klar, arbeitsmäßig viel zu tun gehabt. Aber was richtig cool ist, am Dienstag haben wir uns mit den drei Nasen getroffen. Mit dem Weidemann und mit dem lieben Mirko. Und haben ja so einen kleinen Jahresrückblick aufgenommen, wollen wir es mal so nennen. Das Problem ist, wir unterteilen das ja immer gerne so in YouTube, Gaming und Wrestling. Wrestling konnte man natürlich nicht so viel reden. Wir haben aber wenigstens drüber geredet. Das ist auch wichtig für diejenigen, die sich darauf immer sehr freuen. Gaming natürlich haben wir dann immer irgendwas zu erzählen. YouTube auch. Aber trotzdem, seien wir mal ganz ehrlich, ich will jetzt den Podcast nicht schlecht reden. Wir haben immer Themen, worüber wir dort quasseln, worüber wir blubbern können. Aber ja, ist ein allgegenwärtiges Thema. Wir haben nicht so richtig Wrestling geguckt. Und dann natürlich diese Voldemort-Scheiße, was ja immer noch so allgegenwärtig ist. Sogar hat man das Gefühl, noch präsenter denn je. Das nervt natürlich umso mehr. Aber ich sage immer wieder, ich bin froh, so blöd wie es klingt, dass man sagt, hier hast du jetzt einen Job, wo du arbeiten gehen kannst. Weil, ich weiß doch selber von euch, viele schreiben mir ja auch,
die irgendwie zu Hause sitzen wegen Kurzarbeit und ach, oder auch arbeitslos geworden sind, haben wir auch einige Leute hier in unseren Reihen. Das ist kacke sowas. Das ist einfach kacke sowas. Ansonsten die Woche, ja, wie gesagt, mit den drei Nasen haben wir aufgenommen. Ich muss meine Datei noch hochladen für den Weidemann, damit der dort sie ein bisschen betonen kann, rendern kann und so weiter. Werde ich dann gleich machen, wenn ich zu Hause bin. Und ja, dann sonst die Woche gezockt habe ich eigentlich großartig gar nicht. Ich war irgendwie immer ziemlich spät zu Hause gewesen. Ne? Und, aber trotzdem habe ich eben mal ein bisschen, na hier Autowerkstatt-Simulator, ne, habe ich ein bisschen gezockt gehabt. Und PC-Building Simulator. Und PC-Building Simulator, oh, gleich das nächste Thema. Ich habe ja früher in meiner Jugend leidenschaftlich gerne an Computern rumgeschraubt. Das war aber noch so die Zeit gewesen, wo so Pentium 1, Pentium 2 Prozessoren noch so aktiv waren, wo Grafikkarten, was weiß ich, noch 128 MB hatten und das war schon richtig heftig. Und ja, aber meine Lust ist so wieder geweckt worden. Jetzt hat man natürlich nur folgendes Problem. Ich habe mich natürlich so wieder belesen, habe so übelst viele YouTube-Videos geguckt. Da habe ich mich die Woche tatsächlich viel mit beschäftigt. So PCs zusammenbauen einfach mal wieder. Wie sind zurzeit so, was für Stecker gibt's, Anschlüsse. Einfach mal da so ein bisschen up-to-date sein. Bin da wirklich auch auf richtig viele tolle Kanäle gestoßen. Ne? Und habe mir dann so insgeheim für mich gedacht, oh komm, würde mir halt gerne einfach so aus Jux noch einen PC zusammenbauen. Jetzt ist aber folgendes Problem. Die Preise zurzeit für PC-Komponenten, holla die Waldfee, kann ja keine Sau bezahlen. Also, das ist ja der Wahnsinn. Ich will bei Grafikkarten gar nicht anfangen, weil das ist eigentlich mit das Schlimmste. Aber auch Prozessoren habe ich gesehen, schweineteuer. Und deshalb ist es eigentlich eine wirklich ungünstige Zeit, sich da jetzt wirklich einen PC zusammenzuschrauben. Ich habe jetzt mal aufs Geigel geguckt, so die Komponenten, die bei mir, bei dem System, was ich mir ja vor Weihnachten, um Weihnachten rum bestellt hatte, was eigentlich auch schon eine denkbar schlechte Zeit war, um sich einen neuen Computer zu holen. Aber habe mir so gedacht, ey komm, tust einfach mal die Parameter eingeben, was du so an Arbeitsspeicher da drin hast, den Typ und so, Mainboard, Grafikkarte, Prozessor. Und da ist mir eigentlich wie Schuppen vor den Augen gefallen. Ich habe damals für meinen Rechner 950 Euro bezahlt, können wir ja offen drüber reden. Und mit den Komponenten, selbst wenn ich mir die Komponenten nur einzeln kaufen würde und ich hätte quasi die Arbeitsleistung selber, den ganzen Scheiß sollte zusammenzuschustern, würde ich mehr bezahlen als diese 950 Euro. Wahnsinn, Wahnsinn. Man kann zwar gucken, jetzt so was Mainboards und so angeht, Netzteile, kommst du eigentlich ganz gut klar mit den Preisen im Moment. Arbeitsspeicher auch ganz okay, obwohl das auch schon ganz schön teuer geworden ist. Ich habe das so die letzten 1-2 Wochen so verfolgt. Aber wie gesagt, Prozessoren und Grafikkarten vor allem, meine Fresse, das ist ja richtig irre, richtig irre. Aber trotzdem, ich finde es irgendwie cool, dass man da so ein Thema hat, so ich für mich, ja, wo ich da einfach Bock habe, mich so ein kleines bisschen wieder mit zu befassen. Einfach so Interesse halber. Und ich sage ja mal, blöder wird man dabei ja nicht. Wirst ja nicht blöder. Erst recht, wenn man jetzt im Besitz von einem PC ist. Ich hatte ja vorher so meinen Laptop immer gehabt. Mich gar nicht weiter drum gekümmert. Ne? Weil Laptop mit Nachrüsten geht, aber ist dann immer eher so eine andere Geschichte. Beim PC ist das dann natürlich deutlich einfacher. Und ja, aber trotzdem überlegt mir eventuell trotzdem neues Mainboard zuzulegen, weil trotz alledem, dass ich da mit meinem Internetanbieter jetzt anscheinend die Probleme habe, will ich aber trotzdem ein bisschen aufrüsten, was vor allem den LAN-Anschluss angeht. Da ist halt so eine Realtek-Scheiße drin verbaut und das ist ja, reicht meistens aus, aber ich hätte halt gern wirklich, ja, Netzwerkadapter oder halt Chip von Intel da drinne. Und bei mir ist jetzt einer drin hier mit 1 Gigabyte Übertragungsrate. Maximum hier Gigabit pro Sekunde und wird halt gerne hochrüsten auf 2,5 und einfach für Stream und für YouTube, weil ich habe jetzt so geguckt, der Router gibt's her und mein Switch, den ich dort dazwischen verbaut habe, gibt's halt auch her. Da will ich natürlich ausnutzen, Kabel geben es natürlich auch her, deshalb ist eigentlich das Mainboard die einzige Komponente, die da dagegen spricht. Wird jetzt nicht das Rätsels Lösung sein, dafür, dass dann halt mein Internet wieder läuft. Das ist wirklich, ey, ich sag euch, das ist so ganz komisch, weil eigentlich ist es ja so, ja, man findet Montag die Zeit und vor allem heute, Freitag, nutze ich ja dann immer sehr gerne, um zu streamen. Und es geht halt nicht. Mittwoch war immer so ein Tag gewesen, ne, da musste ich arbeitsmäßig manchmal ein bisschen länger
da bleiben und war dann spät zu Hause. Deshalb sind öfters mittwochs die Streams halt ausgefallen. Aber es fehlt halt richtig was. Das merke ich wie die Sau. Fehlt halt was. Der Austausch mit euch fehlt mir, weil, wie gesagt, man hat halt über Gott und die Welt so ein bisschen erstmal geschnackt und dann gemeinsam eine tolle Zeit verbracht und das fällt halt de facto weg. Und wenn man überlegt, dass das gerade jetzt mal so anderthalb Wochen ist, die ich nicht streame, dass man da schon so eine Entzugserscheinung hat. Eigentlich irre, ne? Wenn man drüber nachdenkt. Ich sage euch. Aber trotzdem finde ich, ist es eine gute Option, mit diesen On-the-Road-Videos so Lebenszeichen abzugeben, weil sonst sind die Videos, klar, die Gameplays, die Let's Plays und so weiter, ist ja, wenn man so möchte, halt wirklich so Konservenvideos. Und ich habe ja da nicht so die Möglichkeit, aktuell mit euch zu reden, bis auf das Grinding dann halt Samstag. Aber ich bin halt so eine kleine Quasselstrippe, man hat zwischendrin immer irgendwas, was ihnen auf dem Herzen liegt. Und dafür einfach dieses Format. Grüße ihr an der Stelle ganz lieb den Terrorbrezel, der damals schon gesagt hat, oh, diese Videos müssen unbedingt wiederkommen. Der sich da richtig tierisch drüber gefreut hat. Und ich denke mal, das haben wir dann hiermit jetzt den Startschuss gemacht. An der Stelle nochmal, ne, Leute, vergesst es nicht. Ne? Letztes FAQ-Video gucken, ne? Und gegebenenfalls im Kommentarbereich Fragen da lassen, dass wir dort das nächste dann irgendwann aufnehmen können, so Mitte, Ende Februar. Nur einfach schon mal immer mal so reingeworfen, dass ihr das nicht vergesst. Haben zwar schon richtig viele Leute dort Fragen dagelassen, aber mehr geht immer, weil ich sage mal, die Länge der Videos und viele von euch wollen dort gerne längere Videos haben und ich nehme gerne längere Videos auf. Ganz einfach, um mich zu entblubbern. Deshalb lasst dort gern Fragen da, dass wir die dort gegebenenfalls beantworten können. Ey, das Wetter ist ja, hier geht's jetzt, aber trotzdem so schneemäßig, bäh. Ihr seht das gar nicht so richtig, ne? Weil damals, die Strecke, die ich gefahren bin, bin ich ja so durch die Dörfer gefahren. Das war so die Zeit, die alten On-the-Road-Videos, da habe ich ja noch meinen Techniker gemacht. Techniker, viel durch die Dörfer gefahren, jetzt ist der Arbeitsweg halt mehr so durch den Wald. Und, ganz schlimm, ne? Hier ist auch immer ziemlich Wildwechsel. Gut, jetzt die Jahreszeit, da geht's eigentlich. Aber das ist immer so eine ganz komische Geschichte, was so Wildwechsel angeht. Ich glaube, klar, Leute, also die Autofahrer unter euch, nehmen die Schilder wahr. Was weiß ich, wenn dort da steht, hier ist erhöhte Bewegung, Wild und so auf der Straße. Achtung, Wildwechsel, ihr kennt die Schilder. Die nehmen das wahr, aber handeln vielleicht nicht dementsprechend. Und bei mir ist es ja nun mal so, ich habe damals Volkstrauertag meinem VW Passat leider verloren, weil ich halt leider in ein Wildschwein reingefahren bin. Und ich glaube, wenn man selber mal so eine Situation hatte. Ich hatte sogar schon drei. Immer war es Dammwild gewesen. Das war auch auf der Strecke hier damals gewesen, wo ich Richtung Autobahn gefahren bin. Wenn da immer so Dammwild auf der Straße ist, wisst ihr, was das für Viecher sind? Wie groß die sind? Das war dunkel. Ich war alleine auf der Straße. Das Ding ist einfach auf der Straße stehen geblieben. Hat mich blöd angeguckt. Das war ein Vieh. Und einmal, das war damals, weiß ich noch, mit dem Auto von einer Ex-Freundin. Ja, da bin ich auch so eine Strecke gefahren, war nicht hier gewesen. Ne? Und da war so ein kleines Reh, das ist mir vorne rechts, das ist gerade über die Straße gerannt. Hast du nicht gesehen, das geht ja blitzschnell sowas. Gerade auf die Straße gerannt und so direkt in Kotflügel. Da hat es mal so ganz kurz gemacht. Ehemal Dongel. Und dann war dort eine kleine Delle. War aber ein alter Skoda gewesen, das konnte man ein bisschen rausdrücken und da hast du gar nichts mehr gesehen. Lack war in Ordnung. Und damals mein Passat, das war dann schon ein bisschen heftiger, weil so ein Wildschwein kann echt riesig sein. Es hat übrigens überlebt für die Tierschützer unter euch. Ich habe dann auch, weil muss ja ein Jäger anrufen und Polizei. Eigentlich habe ich die Polizei angerufen und ich glaube, die haben sogar den Jäger direkt verständigt. Stimmt, da habe ich nämlich nachgefragt gehabt. Und das haben wir dort, weiß ich noch, auf der Wiese nebenan mit Taschenlampe, bin ich da so ein bisschen mitgelaufen, weil der Tag war eh im Arsch. Mitgelaufen, ein bisschen geleuchtet, weil ich auch noch eine Taschenlampe hatte, aber das Wildschwein war nie da. Und der Jäger hat mir dann gesagt, naja, muss ich dann mal gucken in dem Gebiet, ob dann irgendwie mal was rumliegt. Klingt jetzt brachial, aber so war es nun mal. Oder ob es halt verletzt ist und er es dann halt von seinem Leid erlösen muss. Aber ich habe dann, eine Woche später, habe ich den einfach mal angerufen. Stimmt, weil der hat mir seine Handynummer gegeben gehabt. Stimmt. Den habe ich angerufen gehabt und habe halt gesagt, und Wildschwein gefunden. Und der, nee, das, entweder ist es weg oder es hat halt wirklich überlebt und alles gut. Ja,
für die Tierschützer unter euch, ne? Weil mich hat das damals auch interessiert. Weil ich weiß noch, das war halt so blöd. Das war nämlich in Wildschwein, das denke ich mal, war eine Mama gewesen. Ne? Die hat nämlich ihr Kind mit hinten dran gehabt. Das habe ich nämlich mitgekriegt. Und es waren quasi zwei Wildschweine und das Kleine. Wie heißen denn bei Wildschwein die Kinder? Ah, die Babys bei Wildschwein. Ihr wisst, bei Rehe heißt es ja Rehkids. Wie hieß es denn bei Wildschwein? Oh, ich wusste es. Und auf jeden Fall, ich mir da einen kleinen Kopf gemacht, ne? Oh, jetzt habe ich dem armen Kind die Mutter weggenommen. Aber scheint ja damals alles gut gegangen zu sein. Hofft man. Wir wollen mal ans Gute glauben. Ja. Und, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte. Deshalb, ich glaube, wenn man sowas mal erlebt hat, hier, dass ihn da wirklich mal so ein bisschen wild ins Auto da halt mal so gerannt ist, da geht man anders mit so einer Situation um. Und ich bin ganz ehrlich zu euch, wenn wirklich irgendwo steht hier, was weiß ich, ein Zeichen hier Wildwechsel und hier 70 fahren, da bin ich dabei. Da fahre ich auch nicht schneller. Weil wenn du eben mal so eine Scheiße erlebst, glaubt's mir. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Also weil das ist auch so ein Thema, ne? Autofahren und hier so Verkehrsregeln ist sowieso so eine Geschichte. Da könnten wir uns ja ewig drüber unterhalten. Heute früh dieselbe Nummer. Haben die hier einen Blitzer hingestellt? Da steht er. Muss man einmal grüßen, einmal winken. Okay. Die Dreckbähne. So, auf jeden Fall. Wo war ich denn jetzt? Stimmt, heute früh, auch so eine Situation. Bei uns war es die Nacht, Straßen waren halt alles noch feucht gewesen und es hatte geregnet die Nacht. Aber es muss dann über Nacht wirklich auf gut Deutsch so halbe Schockfrosten gewesen sein. Wo ich raus bin, waren da noch minus 3 Grad und du hast es ja im Auto gesehen, so richtig so diese Wasserperlen, ihr kennt das, ne? Wenn die dann so gefroren sind und dann wirklich 2 Meter auf der Straße gelaufen, habe ich dort halb Auerbach-Salto gemacht und habe gedacht, gut, ich parke meinen Körper mal neben meinem Auto. Ich konnte die Lage noch retten und alles kontrollieren und habe mich da nicht auf die Nase gepackt, aber es war kurz davor. Deshalb, ich gleich so, oha, Obacht, bei mir bei der Straße, wo ich losfahre, habe ich dann kurz mal mit dem Motorrad, würde man sagen, so einen kleinen Wheelie gemacht. Also ich habe da mal ordentlich Gas gegeben und mir ist so richtig schön aufs Auto, es ist so schön in Schlingern geraten. Und da habe ich mir gedacht, oha, möchtest du ein kleines bisschen vorsichtig heute fahren? Und habe dann auch ein Stück weiter in der Stadt geguckst, ja, ist ein Auto da? Nee, ist kein Auto da. Mal so eine kleine, nicht Vollbremsung gemacht, aber man hat mal ordentlich gebremst und dort auch mitgekriegt, oha, es ist ganz schön glatt hier in Deutschland. So, und dann fahre ich auch dementsprechend. Und es ist dann nun mal so, ich sage dann auch immer, wenn man dann halt mal 10 Minuten später auf Arbeit ankommt, ist das so. Es klatscht keiner auf Arbeit, wenn man sagt, okay, es war glatt wie Sau, ich bin trotzdem pünktlich. Klatscht jetzt keiner unbedingt, Hauptsache du kommst gut an. So, und ist natürlich ein bisschen anders, wenn man jetzt so bei Produktionslinien oder sowas arbeitet. Ist ja jetzt auch wieder ein anderes Thema, wenn es dann so wirklich um Schicht ist, ist ja jetzt auch Wumpe. Auf jeden Fall, ich hier gefahren und auf der Landstraße und ich bin da halt wirklich bloß so meine 70, vielleicht mal 80 schneller bin ich nicht gefahren. Und wenn Note dann so Kurven waren, da gehe ich dann, lasse ich halt auch rollen. Ihr kennt das selber, ne? Nicht so hochtourig fahren und so, dass die Räder nicht überdrehen. Autofahrer unter euch kennen das, ne? Kommen ja die Snowrunner-Gedanken hier hoch. Und auf jeden Fall, hinter mir einer gefahren, der wollte mir quasi, damit ich im Rückspiegel sein Kennzeichen erkenne. So dicht ist der gefahren. Wahrscheinlich ganz einfach, damit ich dann weiß, wer es war. Ich konnte das Kennzeichen nicht ganz sehen, aber trotzdem, nur damit er wisst, wie dicht der ungefähr gefahren ist. Und ich habe mir auch so richtig gedacht, du Stücke Mist, ne? Fährt mir so dicht hinten auf und müsste ich irgendwie eine Bremsung machen wegen irgendwas. Ich würde sowieso rumschlittern und der, durch die Bruchteile der Sekunde, die er später reagiert, würde mir dann definitiv hinten drauf roche. Und dann denkt jeder, der so einen Auffahrunfall mal hatte, ihr wisst, wie es ist, da geht es dann wieder los, wer hat denn wirklich die Schuld, wer hat nicht aufgepasst. So ein Scheiß wird es natürlich aus dem Weg gehen. Wenn es glatt ist, ich halte auch übelst Abstand zu den Autos vor mir, weil ich mir denke, wenn da mal was ist und du ordentlich bremsen musst, passe lieber auf, Inge. Definitiv. Aber anderen scheint das so ein kleines bisschen egal zu sein. Und da denke ich mir dann auch immer, was stimmt mit euch nicht? Die kriegen das doch mit, wie die Straßenverhältnisse sind. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass alle ein 4x4 unterm Arsch haben. Kann ich mir nicht vorstellen. Manche Leute, du. Manche Leute. Aber so ist es. So ist es. Ich sehe gerade echt, mein Arbeitsweg ist so ungefähr 25 Minuten bis halbe Stunde. Ich sehe das gerade, ne? Weil 20 Minuten jetzt hier Schnallaufnahme. Warum denn nicht?
Übrigens habe ich mitgekriegt, ich nehme ja auf mit meinem Handy, logischerweise. Was habe ich denn für jetzt? Ein S8 Plus ist das, glaube ich. Ich habe von Handys echt nicht die Ahnung, Leute. Das muss funktionieren. Aber was ich krass finde, bei meinem alten Samsung-Handy, mit dem wir damals die On the Road Videos aufgenommen hatten, ne, konnte man wenigstens eine Zoom-Funktion machen bei der Frontkamera. Bei der Frontkamera. Hier bei dem neueren Handy nicht möglich. Krasse Nummer. Muss man echt mal drüber nachdenken. Was stimmt denn mit den Leuten nicht? Ne? Zoom ist alles, ihr Lieben. So. Kommt hier was? Ja, komm, fahren die Fahrradfahrer auch manchmal, wie sie wollen. So. Ja, deshalb. Weil wann nutzen deine Frontkamera? Ich bin jetzt nicht unbedingt der Selfie-Typ, der dann hier mit seinem Klutschmund dasteht und sagt, oh, ich muss mich fotografieren. Deshalb habe ich das jetzt das erste Mal so richtig gecheckt. Naja, aber ich denke mal, mit der Kameraeinstellung können wir zufrieden sein. Ich muss ehrlich gesagt dann erstmal gucken auf dem Rechner, wenn ich die Videodatei hier runterlade, wie denn so die Tonqualität ist. Aber man sagt ja auch immer wieder, selbst wenn mich Leute fragen, was brauche ich, um mit YouTube anzufangen, sage ich auch so oft, pauschal erstmal ein Handy. Damit kannst du auch schon viel machen. Und genauso machen wir das ja auch gerade. Back to the roots. Naja, jetzt bin ich übrigens gleich hebe. Schau an, guck, sage ich euch. Naja, gut, Leute, soll es eigentlich gewesen sein. Mehr hat er nicht, der Christian. On the Road wieder da und, oh Mann, ist egal. On the Road Videos wieder da. Mal sehen, über was für Themen wir noch so schnacken in nächster Zeit. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Können wir ruhig wieder nutzen, dieses Format. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Einen wunderschönen Einstieg ins Wochenende. Kann ich ja jetzt im Stream nun mal nicht mehr sagen zu euch. Wir sehen uns zum Grinding. Mal sehen, über was ich dort so noch ein bisschen schwadronieren möchte. Mir fällt garantiert ein Thema ein. Bin ich mir ganz sicher. Und ja, deshalb, ich wünsche euch was. Ihr habt euch wohl. Bleibt gesund, ihr Hübschne. Und ja, wir sehen uns dann an anderer Stelle wieder. Ne? Macht's gut. Ciao.